So, da sind wir auch schon wieder zurück in einer neuen Folge von The Witcher 2. Ja, ich habe mich gerade mal schlau gemacht. Also, es gibt... Da steckt wirklich was im Kochen. Wir können es rausbekommen. Und sie verkauft es uns nämlich. So. Man muss aber erstmal draufkommen und das rausfinden. Questgegenstände. Chirurgisches Besteck. Wenn wir das nämlich haben, können wir das rausziehen. Okay. Oho. Wir können... Wie tötet man eine Kralle? Ich kann ein bisschen Geld ausgeben für Bücher. Tolle und Tollweit. Spezialverbände in Imperien. Ecker Mebel. Ich weiß jetzt nicht, ob das gut ist, aber... Habt ihr die Tochter der Winde? Grundlage der Pathomorphen. Gargoyles. Voll da. Und irgendwas Teures? Wilde Opfer von Flüchen. Huxa. Oh, die hat viele Bücher. Die hat viele Steinbilder. Halt auch nur. Ah ja. Die behalten auf jeden Fall was. Kann ich nicht wegwerfen, die ist super. So, wir haben das Besteck jetzt. Aber bevor wir das Besteck jetzt weiter benutzen. Ja Gott. Ich sollte dringend hier in Bücher gehen. Ich muss mal von oben einfach durchklicken. Lest kurz rein und dann ihr könnt ja Pause drücken. Weil sonst nimmt das einfach zu viel Zeit in Anspruch. Hm, hier geht's über einen Succubus. Ja, ruhig für den Appetiten liegt in der Umwelt. Die Kräfte und Blei schleichen sie ein Herd mit schweren Verströmen schildlos. Um Kontakt mit der Bestie. Um sie mit einem verhängnisvollen Sucht zu heilen. Mache man sie mit reichen, ansehnlichen Frauenzimmern bekannt und kuriere sie mit kalten Absund. Okay. Sand. Magie und Macht. Ja. Schon schade, dass sie halt so günstig geworden sind, wenn man die wieder verkaufen will. Ich würde sagen, das ist Necker im Nebel. Gutscheinige. Oh. Da steht doch mit der Bombe drin. Spezialverbände. Trolle und Trollweid. Da sie bluten, kann man sie auch töten. Das ist eine Kralle. Steht aus einem Haufen Muskeln und sagt. Aber haben wir, glaube ich, auch schon getötet, eine Kralle. Das haben wir gelesen. Da ist nicht wirklich viel drin hier. Gut. Wir sehen uns dann gleich wieder in der Höhle. Und dann danach sehen wir uns bei Jorrit. Bis gleich. Wir können aber auch nochmal die Hartwindfalle ausprobieren. Falls die neue Hartwind auftauchen. Na? Nein. Keine Hafchen. Schade. Aber wir sind ja gleich in der Höhle. Deswegen. Rennen wir einfach schnell wieder hin. Kommen wir relativ fix da durch. Erledigen schnell die ganzen Erscheinungen. Und dann easy. Zwergenkatakomben. Müssen ja nur darüber. Und dann entnehmen wir gleich mal. War falsch. Ich kann sagen, hä, hier geht ja gar nicht weiter. Okay.
Hier geht's. Ja, ihr Kleinen. Stirb. Alter. Oh, ich glaube, ich weiß nicht, ob das so eine gute Idee gewesen ist. Einer ist weg. Hey, du Spoil. Zwei ist weg. Drei. Und komm. Vier. Oh, eine Errungenschaft. Schlechter von Blakien. Alter! Die haben wir gut gemetzelt eigentlich. Haben uns gar nicht dumm angestellt. Das war jetzt nicht mal schlecht, muss ich sagen. Oh, eine Geistertrophäe. Was macht denn die Geistertrophäe? Schaden 6. Naja, passt schon. Irgendwie. So, da wollen wir hin. Körper untersuchen. Die Leiche ist... Ja, kennen wir. Die Hände, die Schultern. Die Unterarme sind sehr zerfetzt. Da steckt doch was im Knochen. Ein Metallsplitter. Interessant. Er war ein Junge. Es deutet aber dieser Metallsplitter in der Wunde. Metallsplitter in der Wunde. Ah, falsch raus. So, das heißt, wir haben jetzt neue Beweise gefunden. Aber es steht halt nicht drin, weil ich glaube, wir ihn zu spät gefunden haben. Deswegen, ich kehre jetzt nochmal zu Jorvet dann zurück. Auf jeden Fall. Und wir sehen uns dann. Ach, Quatsch. Siehst du, wie schnell das geht? Fupp, fupp. Ist man schon da. Nee, euch brauchen wir auch nicht mehr, ihr Geister. Alles gut hier. Das heißt, wir müssen hier unten nicht mehr hin. Die Gruft hätten wir damit abgehakt. Sehr erfreulich ist. Wir wollen irgendwann dieses Spiel auch fertig kriegen. Bis zum 19 auf jeden Fall ich. Und ihr so langsam danach. Soweit ich weiß, wird nämlich auch die Story von The Witcher 3 oder von 1 und 2 kurz in Witcher 3 noch mal erklärt, bevor man startet. Das geht ganz gut. Dann damit einzusteigen auch. Und für die Leute, die es halt erst 2 angucken wollen und dann 3, macht es ja keinen Unterschied, ob sie gleichzeitig laufen oder nicht. Das kann man relativ fix aufholen dann. Dürft doch gerne in die Kommentare schreiben, falls ihr mehr als eine Folge am Tag wollt. Müsste man dann mal sehen, ne? Ob ich das hinbekomme, aber sollte vielleicht sogar möglich sein. Also mehr als eine Folge Witcher 2, Witcher 3, nein. Da gibt es maximal eine pro Tag. Ich rede nur von Witcher 2. Weil ich das jetzt wirklich versuche vorzuproduzieren. Bis unser Witcher 3-chen rauskommt. Was jetzt gerade im Hintergrund Preview lädt. Und dann läuft das nämlich gleichzeitig. So, Jorvet. Sei gegrüßt. Dein Skoyatel Elias bringt die Leute aus Vergen um. Hast du Beweise? Er ist einer meiner besten Krieger. Im Körper eines Opfers fand ich das Bruchstück einer Spitze. Du solltest Elias Waffe untersuchen. Das werde ich tun. Elias muss erfahren haben, dass ich von seiner Besessenheit weiß. Er ist aus der Stadt geflohen. Oh. Ja, dann auf zu dem Succubus. Jetzt sollten wir schnell handeln. Sei gegrüßt. Traust du dieser Frau, meine Liebe? Saskia? Nein, aber ich traue Jorvet und ihr. Ich hoffe mal, der bringt jetzt nicht den Succubus um.
Weil ich würde gern das kleine Video und so mit dem sehen. Weil soweit ich weiß, gibt es nämlich noch eine dritte Möglichkeit, was man machen könnte. Nämlich, man geht mit dem Metallstück direkt zu Elias. Oder Elias. Ich vergesse den Namen spontan. Kennt ihr das? Habt einen gerade gehört, aber wisst trotzdem nicht mehr, wie er ausgesprochen wird. Ich lasse mich nicht hetzen wie einen Hund. Kämpf mit mir! Hä? Alter, beruhig dich. Wir haben das falsche Schwert. Na? Machst du noch was? Nein? Boah! Haben wir da Blut hingezogen? Einfach Leute umbringen. Alter. Ah! Leichenschändung. Teabagging. Was? Ich würde den looten. Ich kann ihn nicht looten. Naja, dann würde ich sagen, sprechen wir mit dem Succubus und holen uns zur Belohnung. Gut, dass du die Leiden des Tölpels verkürzt hast. Dich erwartet eine lustvolle Belohnung. Leg deine Kleider ab. Und entspann dich. Nein, danke. In der Truhe neben dem Bett habe ich ein kleines Andenken hinterlassen, damit du mich nicht vergisst. Adieu, Hexen. Wow. Ja, jetzt sind wir eindeutig auf dem Trip. Alter. Geil. Die Truhe neben dem Bett, das ist doch das da, oder? Ist das da? Krähe erhöht Schwertschaden. Cool. Metallstück, ja gut, das haben wir ja. Thyssens Rüstung. Interessant, aber unsere ist besser. Aber cool. Einrichtern Resistenz 27. Boah, die hat schon Style, aber unsere ist leider wirklich besser. Du bist überlastet. Gibt es hier noch mehr, was ich leer räumen kann? Nein. Ja, wir hatten den Succubus jetzt auch. Der ist jetzt leider auch verschwunden. Ich ziehe sie mal kurz an, um zu gucken, wie sie aussieht, einfach. Hat auf jeden Fall Style. Thyssens Rüstung. Aber wir bleiben bei unserer Rüstung. Es tut mir leid, Thyssens Rüstung. Du machst jetzt einen Abgang. Ach, das sind 45. Kann ich nicht hiervon was wegschmeißen? Das wiegt ja alles nicht mehr. Shit, ey, wir werden langsam völlig überladen. Überladen. Also vollkommen überladen. Naja, komm, das ist Rüstung. Tut mir leid. Du bist leider raus. Tut mir leid. So, kann man in den Brunnen rein? Nein, schade.
Wir haben schweren Herzens endlich erfüllt. Oh, hat das gedauert. Ja, wir haben wenigstens einen Täter entlarvt. Mordfälle aufgeklärt, das ist ja schon mal Erfolg. Und jetzt heißt es dann... Scheiße. Auftrag Harpien. Müssen wir noch machen. Magie. Ah, wir könnten den Kristall erstmal hinbringen. Wiederkehren innere Symbol des Hasses. Ja, gut. Auf der Spur der Magie, würde ich sagen. Ich habe das Gefühl nämlich, dass gleich unsere ganzen Warte, die Fortsetzung der Story, oder warte die Story einfach ab, dass sie sich gleich erfüllen werden, wenn wir Dings etwas bringen werden. Meine Verehrung. Wie seltsam die Menschen sind. Was habt ihr eigentlich? Meine Verehrung. Danke. Meine Verehrung. Ah. Ja, hast wohl mit... Ein Hexerzwerg, das wär's doch. Ja, das wär geil. Würde ich sogar helfen, ihn auszubilden. Moment. Gut, wir laufen richtig. Ich wollte nur sicher gehen. Es ist nicht ganz so einfach hier. Aber das merkt man irgendwie immer aufs Neue. Hast du nochmal drüber nachgedacht? Nee, ich bin unentschlossen. Was gibt's da zu zaudern? Jo, es ist doch kein Aufschub. Speichern wir hier nochmal. Und dann übergeben wir ihr mal den Kristall. Philippa, komm mal her. Wir können noch an das Schrankchen ran. Oder? Ja. Ach, wir stecken uns im Kleiderschrank. Du siehst uns nicht. Schwerter sind jetzt auch weg. Bewegst du dich heute nochmal? Ich will erst an dieses Schränkchen ran. Sonst vergesse ich dieses tolle Buch. Okay, das wird nichts mit der. Willst du über etwas reden? Ja. Hier ist das Artefakt für Saskias Arznei. Zeig mal. Interessant. Lauwarm, nicht heiß. Als hätte ich dich nach der Sonne geschickt und du kommst mit einer Kerze. Wir brauchen einen Kracher, Geralt. Dies ist ein Zwergentraum. Geraubt und in einen Kristall gebannt. Im Grunde geeignet, aber zu schwach. Also gibt es hier nicht nur gewöhnliche Harpien, sondern auch noch Kelaino. Kelaino? Traumräuberinnen. Die einzige Harpiengattung, die eine gewisse Intelligenz entwickelt hat. Sie können Traumbilder in Kristalle bannen. Ich weiß, dass sie früher in dieser Gegend vorgekommen sind. Die Kelaino leben mit gewöhnlichen Harpien zusammen. In ihren Nestern müsste ich solche Träume finden. Ich nehme an, einer davon wäre mächtig genug. Du könntest durch den Steinbruch zum Nest gelangen, aber das Tor zu den Höhlen ist verschlossen. Und Cecil Burden wird es nicht öffnen, wie ich zufällig weiß. Er ist stur wie ein Bock. Wir dürfen nicht aufgeben. Saskias Leben hängt am seidenen Faden. Lass mich dir zeigen, was in diesem Traum steckt. Sei aber nicht zu leichtfertig mit dem Wissen. Ja, ich spüre ihn. Wessen Traum ist das? Cecil Burdens. Dann gehe ich zu ihm und berede die Sache mit dem Tor. Wow. Gut, aber das machen wir gleich. Aber jetzt können wir nämlich hier... Vibriert doch. Nein, nicht. Willst du über etwas reden? Ja, denn... Deine Freundin Sheila versteht sich prima mit Hänselt. Ich weiß, Hexer. Das ist kein Grund zur Sorge. Sheila passt auf, dass Hänselt nicht denselben Leuten zum Opfer fällt wie Foltest. Wir wollen ihm zwar das Pontartal nicht überlassen, aber einen Bürgerkrieg in Cadwin wollen wir auch vermeiden. Okay. Hast du mal von einer Hexe... Wo kommt der denn her? Ich habe das Band von Triss. Konntest du etwas herausfinden? Triss war hier. Warum? Ja. Es gibt einfachere Reisemethoden. Zwei von Letos Kumpanen hielten sich bei den Skoya... Das kennen wir Leto schon. Und Triss? Ist dem Troll entkommen.
Alles deutet darauf hin, dass sie nicht weit von hier ist. Ich versichere dir, in Vergen ist sie nicht. Sie muss irgendwo hier sein. Finde sie. Ich versuch's. Brauche aber ein bisschen Zeit. Was hast du sonst noch erfahren? Nichts Wichtiges. Nein. Sheila hat befohlen, Leto und Triss zu töten. Nicht zu fassen. Aber wahr. Ich habe die Söldner getroffen, denen sie befohlen hat, Leto und alle, die bei ihm sind, zu töten. Damit meinte sie doch die Königsmörder. Bist du sicher, dass sie von Triss wusste? Wie sicher bist denn du, was Sheila angeht? Zwischen ihr und Triss war etwas. Sicher nur ein Missverständnis. Möglich. Wir müssen Triss finden, dann klärt sich alles auf. Was ist denn... Sehen wir. Ja. Revolte. Was ist hier... Die Bauern wollen den Sohn von König Demavent auf ihren Forken sehen. Weshalb? Einem Diener zufolge hat Stannis Saskia vergiftet. Wo ist denn... Hat sich in seinem Gemach verbarrikadiert. Bitte helft uns, die Sache ist... Gut. Ich weiß nicht, ob Fürst Stannis schuldig ist. Aber wundern würde es mich nicht, wenn er damit zu tun gehabt hätte. Macht. Das Ziel dunklen Begehrens. Gehen wir hin, bevor das dunkle Begehren zu stark wird und jemandem ein Leid geschieht. Geh du. Ich versuche, Triss aufzuspüren. Und denk dran, falls Stannis etwas zustoßen sollte, wir brauchen sein Blut. Das vergesse ich schon nicht. Gut. Wir sollen die Selbstjustiz seitens der Bauern verurteilen und verhindern. Und ich würde sagen, machen wir in der nächsten Folge. Und habt noch einen schönen Tag. Ciao.